So, Zauberei haben wir erforscht. Und können wir erforschen mal die Mana-Knotenschlange jetzt endlich. So, hier haben wir die Kaserne und als nächstes kommt das Schrein. Das habe ich aus Versehen gemacht, aber das passt dann schon. So, hier setzen wir jetzt mal eine neue fantastische Kreatur rein. Ich bin noch zu sechs, okay. Was haben wir denn jetzt hier? Einen Greif, auch nicht schlecht. Und der werte Kollege hier zieht mal weiter vor. Was haben wir da? Das ist Verlack. So, und da Tanner Boslav, der hat sich hier irgendwas, keine Ahnung was. Standen hier nicht Spinnen, aber die standen hier, keine Ahnung, hab schon gedacht, der hätte hier die Spinnen weggemacht. So, der geht jetzt da in die Stadt. Und hier hat er einen Spinnendings weggemacht. Und da ist Verlack. Oh, da hat er aber ganz schön Federn gelassen, der gute Tanner. So, die Metropole Frotthalle in Produktion abgeschlossen. Goblin-Riesenkäfer, sehr schön. Das passt dann soweit. Die hole ich auch mal wieder einen her an die Frontlinie quasi. Der ist über Eilbeeren gerannt, was natürlich noch viel besser ist. So, hier schließen wir uns dann mal wieder zusammen so langsam. Ich will eigentlich die Armee hier mit reinziehen. So, jetzt haben wir da wieder ein 6er-Stack. Und nächste Runde. So. Ist nicht viel passiert, so wie es aussieht, die Runde. Eine Armee benötigt meine Befehle. Ja, also da hat Tanner sich hier die Zähne ausgebissen. Und natürlich sagen muss, könnte mich da jetzt rantrauen, aber ich will nicht. So, er kommt runter. Das bestätigen wir einfach mal. Und nächste Runde. So, in Muck haben wir den Schießplatz fertig. Und da gibt es noch nicht viel. Nochmal die Kriegsakademie. Also ich will hauptsächlich Einheiten produzieren können, weil ich glaube, wir brauchen echt viel. Wir haben hier jetzt einen Schrein. Auch sehr gut. Und dann nicht gerne das Lagerhaus, weil hier ist schnelles Wachsen, glaube ich, auch wichtig. Ganz vorne. So, und was nehmen wir jetzt hier einfach mal mit? Nehmen wir das mit und einen davon mit. Und das ziehen wir auch vor. So. Armee benötigt meine Befehle. Kann ich da reinziehen? Ja, ich bin mit dem im Krieg. Und der hat da ordentlich was drinstehen, der gute Verlack. Deswegen ziehe ich auch mal raus, bevor der auf die Idee kommt, mich anzugreifen. So, was haben wir hier? Das Lagerhaus gebaut. Meistergilde. Stadt erzeugt zusätzliche Produktion und füllt repariert stationierte Maschinen. Mhm. Tja, Badehaus. Guck, ich baue mal ein Badehaus, ich weiß nicht warum. So, wir können eine Mana-Knotenschlange beschwören. Gespenstische Schrecken beschwören. Wow. Das ist natürlich sehr teuer. Aber das machen wir jetzt einfach mal. So, die hier, die bleiben stehen. Die hier nicht. Die ziehen da runter. Wir brauchen unten eine dicke, dicke Armee. Ich gehe jetzt einfach mit dem mal, glaube ich, da rein. Dann können wir ein bisschen das Gebiet natürlich überblicken. So, nächste Runde. Das hier ist gewachsen, ne? Habe ich gar nicht. Sieht gar nicht so aus, wenn wir ehrlich sind. Den lassen wir da jetzt mal stationiert. Ich habe gesagt, den lassen wir mal da stationiert. So, diese, jene, welche hier ziehen weiter. Sind wir da irgendwo bei Eilbeeren gerannt oder was? Dass ich auf einmal weiter kann. Und nächste Runde. Ein neuer Tag bricht an. Tja, kein sehr ereignisreicher, wenn wir ehrlich sind. Ich habe ehrlich gesagt Bock, jetzt die Spinnen wegzumachen. Das muss doch gehen.
Das machen wir auch wieder manuell. So, mal wieder ein taktischer Kampf. Sehr laut. So, boah, ist die groß. Leco Mio. Oder ist das eher das Schreien? Ist das eine Einheit? Nee. Sag bitte nein. Oder? Das ist keine Einheit, das ist so ein... Sieht cool aus, aber es ist keine Einheit. Ja, das ist wirklich so ein Schrein. Eines Spinnen-Menschen-Gottheit-Dingsies, vermute ich einfach mal. So, was haben wir hier? Goblin-Lehrling, Goblin-Riesenkäfer und Schwarmschleuderer. Die Schwarmschleuderer, die können direkt mal loslegen. Ich vermute mal, das Vergiften bringt gegen die Spinne nicht so viel. So, hier muss ich nur einen Schritt gehen. So, und immer drauf. Und die können jetzt vermutlich den Rest erledigen. So, die erste Einheit haben wir schon mal verlustfrei weggestampft. Was ist das hier hinten eigentlich? Warum sind die so weit weg? Also, ist ja eher positiv für mich. Ich habe damit kein Problem. So, mache ich jetzt die Königin erst weg? Oder mache ich erst die Vampirspinnen weg? Oder die Schreckensspinnen? Ein Greif. Okay. Da könnte ich dreimal angreifen. Und das sollte eigentlich reichen, um das kaputt zu machen, ne? Nicht ganz, leider. Uiuiui. Edward Porthmith. So, ich zaubere mal mit ihr. Und zwar müsste der Kettenblitz ja hier, hier gut was bringen, eigentlich. Sehr geil. So, ihn kann ich jetzt ein bisschen ranziehen und mit der Muskete hier drauf feuern lassen. Ist ja so richtig, richtig schöner Nahschuss. Sehr cool, Volltreffer. So, mit den Lehrlingen kann ich hier los. Nicht viel Schaden, leider. Eher wenig Schaden, wenn wir mal ehrlich sind. Aber naja. Unantastbare. Mit was habe ich denn jetzt die Ansicht so krass gekippt? Wie ging denn das? Ah, so. Okay, also irgendeine Taste. T ist es. Nee, F. So, die Unantastbaren. Nee, das sind die Riesenkäfer. Den Riesenkäfer ziehe ich mal hier davor als Deckung quasi. Jene Unantastbaren. Die ziehe ich jetzt mal dahinter. Und die Spießkämpfer ziehe ich hier vor. So, und das war's dann auch schon für die Runde. War das Verstärkung jetzt hier quasi, oder was? Es scheint Verstärkung zu sein, die da kommt. Sieht so aus, als würden wir das Ganze nicht verlustfrei hinbekommen. So, wie viel habe ich denn noch? 34 von 60 und bin schwer verletzt. Ist natürlich sehr schade. Das mal so zu sagen, hat keine Wirkung auf das Ziel. So, machen wir hier einfach mal den Schuss. So, und jetzt können da die Riesenkäfer, denke ich mal, den Flankenangriff machen. Da ist gar kein Flankenangriff, aber das war's dann dafür. So, die Spießkämpfer. Schwierig. Schwierige Entscheidung. Ich gehe erstmal mit den Lehrlingen ran und schieß mal. Machen halt kaum Schaden irgendwie. So, jetzt sind es 22. Die Schwarmschleuderer hier. Kriege ich doch in Reichweite, um da nochmal drauf zu schießen, ne? So, jetzt haben wir da 17. Was ausreichen sollte jetzt mit dem Greifen. So, dann ist der jetzt aber auch nichts, zu nichts mehr zu gebrauchen, auf gut Deutsch.
Und die Riesenkäfer ziehe ich, weil ich will das ein bisschen näher rankommen lassen. Und jetzt warte ich einfach die Runde und lasse die rankommen. Weil sie kommen nicht bis ran, aber ich habe sie jetzt in Angriffsreichweite. Und ich muss aufpassen, dass Edward mir nicht den Löffel abgibt irgendwie. Weil der ist ja nach wie vor schwer vergiftet, der Junge. So, Spießkämpfer. Konnten die nicht mal Spieße werfen irgendwie? So. So, wie viel haben wir da jetzt noch? Noch 13. Und die Schwarmschleuder reicht es zum Angriff? Ne, ich muss noch ein Feld weiter leider. So, schauen wir mal. Wow, das war ein richtig guter Treffer mal von denen. So, das sind jetzt noch 5. Das würde ich eigentlich ganz gern Edward mit der... Nein. Och, ich wollte gerade sagen, ich hätte es gern Edward mit der Muskete richten lassen. Aber irgendwie so nicht. Naja, schade eigentlich. Dann greifen wir an. Und tschüss. Kaputt. So, haben wir die Spinnen da endlich ausgemerzt. Ohne Verluste. Sehr gut gemacht. Und nächste Runde. So, wir haben hier das Lagerhaus fertig. Und was bauen wir als nächstes? Als nächstes bauen wir... Puh. Gute Frage, ne? Bauen wir das Laboratorium, brauchen gerade Forschung. Karak ist zu einer Stadt herangewachsen. Da wird auch noch was gebaut. So, mit den Armeen ziehe ich jetzt einfach mal... Hole ich mir jetzt die Sachen mal auf. Mal ab. Ach, das ist schon passiert. Er wird wieder aufgeladen. Sehr cool. So. Wellerklettern war das, ne? Ja, genau. So, jetzt haben wir hier ein Badehaus. Und dann baue ich da einfach auch alles hin, was Forschung verbessert jetzt mal. Und das wäre das Observatorium in dem Fall. So, Tanner hat hier oben gekämpft. Wie ist er darüber gekommen? Bin ich mir nicht ganz sicher. Wow. Was haben wir da? Einen Sichter. Da haben wir vorhin schon mal einen Blick drauf geworfen. Und da gibt es Wasserspinnen. Nee, es sind. Das sind Kraken. Kraken. So, gehen wir mal dahin. Einfach mal das Gebiet irgendwie zu sichern. So, was macht der Kollege? Ich beschwöre mal noch eine Mana-Knotenschlange. Ziehe mit ihr aber auch schon mal hierher, weil jetzt werden wir uns mal hier drum kümmern müssen demnächst. Nächste Runde. Ein neuer Tag bricht an. So, Armee benötigt meine Befehle. Hierhin bitte. Na, reagiert nicht. Jetzt. 6 Einheiten verletzt, wie das? Wo sind die denn jetzt reingesappt? Ach, Heckendornstrauch. Ist natürlich blöd, ne? Da muss man auch erstmal dran denken, dass das nicht gut ist, vielleicht. So, ja, ihr wartet dann mal im Heckendornstrauch. Ihr wartet da oben. Und ihr... Wir können ja hier schon mal das da besetzen, ne?